Wenn es darum geht, die eigenen Artgenossen zu akzeptieren, sind die Menschen nicht die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die sich aggressiv verhalten können. Auch Tiere haben ihren Anteil an Konflikten zwischen ihren eigenen Arten. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Löwe seine eigenen Jungen tötet? Was ist mit einem Kolibri? Wenn du ein paar schwere Familienstreitigkeiten in der Tierwelt sehen willst, dann warte ab, denn wir zählen 15 Tiere auf, die ihre eigenen Artgenossen töten. Nummer 15. Babirusa-Schwein. Babirusas sind nicht die typischen Schweine. Babirusas haben tonnenförmige Körper, die auf zierlichen, hirschähnlichen Beinen balancieren und kommen in den Feuchtgebieten und Regenwäldern der indonesischen Inseln vor. Der nackte Körper und die riesigen, gekrümmten Stoßzähne der bekanntesten Babirusa-Art zeichnen sie aus. Den Nasen der Babirusas fehlt der Rostralknochen, das von den Wildschweinen als Grabenwerkzeug benutzt wird. Daher bevorzugen sie weiche, schlammige oder sandige Böden, auf denen sie sich von Wurzeln ernähren können. Babirusas wurden dabei beobachtet, wie sie die Jungen ihrer eigenen Art oder anderer Säugetiere fraßen, was auf Kannibalismus schließen lässt. Die Eckzähne eines männlichen Babirusas sind ein evolutionäres Rätsel. Sie hören nie auf zu wachsen, sind zu empfindlich, um damit zu jagen oder nach Nahrung zu suchen und verdrehen sich schließlich und durchdringen den eigenen Schädel des Tieres. Diese Hirschschweine müssen ihre Artgenossen nicht töten, denn ihre Stoßzähne werden sie vorher töten, wenn der Babirusa die Stoßzähne nicht regelmäßig an einer harten Oberfläche schleift. Wenn er das nicht tut, wachsen die Stoßzähne immer weiter und führen schließlich zum Tod des unscheinbaren Tieres. Nummer 14. Erdmännchen. Um sich Nahrung und kostenlose Kindermädchen für ihre eigenen Jungen zu sichern, tötet und frisst das Leitweibchen in einer Erdmännchengesellschaft sogar die Jungen anderer Mütter. Das tun sie häufig, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. In unserem ersten Clip kommt es zu einer Rauferei zwischen ein paar Erdmännchen, bei der leider eines der Erdmännchen ums Leben kommt. Ich schätze, die anderen Erdmännchen haben dieses Erdmännchen nicht als einen der Jungen angesehen. Unser nächster Clip zeigt das Battle Royale zwischen zwei Erdmännchen-Clans. Man merkt deutlich, dass sich die Erdmännchen nicht leiden können, und wenn das der Fall ist, kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen den gegnerischen Clans, bei dem es viele Tote und Verletzte gibt. Diese Erdmännchen sehen aus, als würden sie ihren Anführer anhimmeln. Aber täusche dich nicht, sie haben gerade ein afrikanisches Wildkatzenjunges ermordet. Es wurde gemunkelt, dass das schuldige Erdmännchen nach dem Vorfall untergetaucht war. Schließlich ist es, wie bereits erwähnt, wichtig, dass das Erdmännchenweibchen nur einen Satz Nachwuchs aufzieht und so sicherstellt, dass andere Neugeborene ausgerottet werden. Nummer 13. Wölfe. Wölfe neigen im Gegensatz zu den meisten Säugetieren zu Kannibalismus. Wenn ein Wolf verletzt oder altersbedingt geschwächt ist und die anderen Mitglieder des Rudels hungern, wird er häufig getötet und gefressen. In unserem ersten Video wehrt ein Wolfsrudel den Angriff eines Fremden ab, um die Welpen des Rudels zu schützen. Dieser Wolf muss Prügel einstecken, weil er in ein unbekanntes Gebiet eingedrungen ist und das betreffende Rudel gestört hat. Er hat Glück, dass er am Ende lebend und unversehrt davonkommt. In unserem nächsten Clip wendet sich ein Wolfsrudel gegen einen Omega-Wolf, den Sündenbock oder das rangniedrigste Mitglied des Rudels, das entweder männlich oder weiblich sein kann. Der Omega-Wolf ist ein einsamer Wolf, der am Rande des Rudels lebt und als letzter frisst. Du kannst sehen, wie aggressiv das Rudel ist und der arme, einsame Wolf versucht, sich so gut es geht zu schützen. Das Wolfsrudel schikaniert den Omega-Wolf nur und lässt ihn wissen, dass er nicht erwünscht ist. Ich muss zugeben, das ist herzzerreißend und grausam. Aber es ist die Realität der Natur. Die Wölfe in diesem Tierheim waren endlich aktiv. Das dominante Alpha-Männchen demonstriert seine Macht. Es ist nun natürlich, dass Wölfe kämpfen. Das Alpha-Männchen muss seine Dominanz unter den anderen Wölfen durchsetzen. Wie sollen sie das schaffen, wenn sie nicht in der Lage sind, sich zu verständigen? Der Rudelführer der Wölfe ist das Alpha-Männchen. Das Alpha-Männchen wird gelegentlich zu Wolfskämpfen herausgefordert oder es muss seine Autorität demonstrieren, indem es andere herausfordert. Das ist für die soziale Ordnung in einem Wolfsrudel äußerst wichtig. Es hält die anderen Wölfe in Schach und hilft, das Wolfsrudel in Ordnung zu halten. Nummer 12. Gazelle. Männliche Gazellen geraten oft in Kämpfe, um zu bestimmen, wer das dominante Männchen ist. Und das kann manchmal zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen.
In diesem ersten Video sind zwei Gazellen in einen Kampf verwickelt. Wenn man sich die beiden Übeltäter aus der Nähe anschaut, stellt man fest, dass es sich bei der einen Gazelle um einen jugendlichen Usurpator handelt, der einem dominanten Männchen gegenübersteht. Obwohl eines der Hörner des jüngeren Krantz gebrochen ist, kämpft er immer noch erbittert. Dieser temperamentvolle Teenager ist eine starke Herausforderung für das dominante Männchen. Diese Tiere müssen also nicht nur befürchten, dass wilde Raubtiere sie zum Mittagessen jagen, sondern sie müssen auch ihren Status in der Gruppe wahren. Als nächstes kämpfen diese beiden Thompson-Gazellen, indem sie mit ihren Hörnern aufeinander eintreschen. Du kannst die Intensität des Kampfes spüren, wenn du die beiden Kontrahenten beobachtest. Schließlich haben diese beiden Krantgazellen einen ernsthaften Streit. Es könnte um ein Territorium gehen oder vielleicht um ein Weibchen oder um das Erbe eines gefallenen Familienmitglieds. Im Busch ist alles möglich. Nummer 11. Widder. Die Widder kämpfen darum, wer das dominante Männchen der Gruppe sein wird. Die Männchen stehen sich während des Kampfes gegenüber, stellen sich auf die Hinterbeine und schlagen mit ihren massiven Hörnern aufeinander ein. Sie achten sehr darauf, dass sie sich im richtigen Winkel rammen. Ein schlecht angewinkelter Widder kann dazu führen, dass sie sich das Genick brechen und andere Verletzungen erleiden. Bei einem Kampf zwischen zwei Widdern geht es dagegen darum, wer das dominante Männchen ist. Und deshalb wird einer der Widder zwangsläufig verletzt. Das ist genau der Punkt. Sie kämpfen um Partner und der härteste Widder geht als Sieger hervor. In unserem ersten Video fordert ein junger Widder ein älteres Männchen heraus. Die Widder starren sich in die Augen, bevor sie zusammenstoßen und den Kampf beginnen. Im nächsten Clip kannst du sehen, wie die Schafböcke einen schönen Vorsprung haben, bevor sie aufeinander losgehen und sich sogar in die Luft heben, damit der Schlag noch intensiver ist. Ich glaube, diese Tiere haben ein Jahresabonnement für Tylenol und Advil. Widder kämpfen sogar am Rande von Klippen und Bergen und jagen sich gegenseitig auf sehr unebenem Gelände. Sie sind also extrem wendig und mobil. Während der Paarungszeit, der sogenannten Brunft, kämpfen viele Dickhornböcke gegeneinander, um Zugang zu den Weibchen der Gruppe zu bekommen. In dieser Zeit sind die Männchen übermäßig aggressiv und entschlossen, also ist es nicht die beste Zeit, sich ihnen in den Weg zu stellen. 10. Löwen. Löwen jagen und fressen normalerweise keine anderen Löwen. Sie ziehen es vor, nicht das Fleisch anderer Raubtiere zu essen. Es sei denn, sie befinden sich in einer Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein weiterer Grund, warum Löwen keine anderen Löwen fressen, ist, dass sie nicht genug Energie haben. Um ihren Anspruch auf die Weibchen geltend zu machen, töten Löwen gelegentlich Jungtiere. Vor allem, wenn sie ein neues Gebiet von einem anderen Rudel übernehmen. Warnen sie ihn, oder es ist das Ende für diesen Kater. Es sieht nicht so aus, als würde er sich amüsieren. Also könnte es das Ende für diesen Löwen bedeuten. Unser nächster Clip ist ziemlich dunkel, aber es sieht so aus, als würden diese männlichen Löwen ein unerwünschtes Männchen angreifen. 4 gegen 1. Ich schätze, wir wissen alle, wie das endet. In diesem Zoo scheint es eine Art von Streit zu geben. Einige der Weibchen und ein Männchen jagen ein anderes Weibchen und dann sind es die Männchen, die in ein kurzes Handgemenge geraten. Es sieht so aus, als herrsche Chaos am OK Corral. Dieses Video zeigt, wie ein paar Löwen versuchen, ein paar jüngere Löwen zu nähren, aber die Weibchen lassen es nicht zu und stellen sich den männlichen Löwen in den Weg, fauchen und knurren sie an und zeigen ihnen, dass sie nicht willkommen sind. Der nächste Kampf ist ein intensiver Kampf zwischen einem Löwenrudel und einem jungen Eindringling. Das Rudel bricht in einen Kampf aus, der durch das Eindringen eines jungen männlichen Löwen in sein Revier ausgelöst wurde. Das ist ein Nein und dieser Löwe könnte mit seinem Leben bezahlen. Schließlich verteidigt das Löwenrudel sein Revier und seine Babys gegen zwei junge, unerfahrene männliche Löwen, die versuchen, sie aus ihrem Revier zu vertreiben. Nummer 9. Seelöwen und Robben. Seelöwen fressen Fische, Tintenfische, Krebse und Muscheln. Auch Robben werden von stählerschen Seelöwen gefressen. Die meiste Nahrung wird einfach ganz geschluckt. Seelöwen reiten häufig auf den Wellen, jagen sich gegenseitig, stoßen sich von Felsvorsprüngen ab und liefern sich Revierstreitigkeiten. Erwachsene nehmen an diesen Aktivitäten eher weniger teil. Kegelrobben gelten als flauschig und liebenswert, aber sie können sich bald in bösartige Kannibalen verwandeln, die unschuldige Jungtiere jagen. In diesem Video siehst du die männlichen Eisriesen, die alles tun, um ihr Harems zu beschützen. Und wenn das bedeutet, dass sie kämpfen müssen, dann ist es eben so. In unserem nächsten Video haben die Seelöwen eine Versammlung einberufen und die Dinge werden heftig, als einige der Seelöwen nicht derselben Meinung sind. Sieh dir diesen harten Kampf zwischen zwei männlichen Seeelefanten an, die um einen Harem von Weibchen konkurrieren. Währenddessen sind die Weibchen damit beschäftigt, sich um die Jungen zu kümmern, während im Hintergrund ein paar Killerwale lauern, die ungeduldig auf eine gute Gelegenheit zum Zuschlagen warten. Als diese Seelöwen beschlossen, sich am Fisherman's Wharf in San Francisco zu rangeln, stürzten ein paar von ihnen ins Wasser. Das ist irgendwie lustig, irgendwie niedlich, aber letztendlich stehen diese Tiere in einem ständigen Wettbewerb um ihr Überleben.
Schließlich ringen diese stellaren Seelöwen um die Paarungsrechte. Einer der Seelöwen rutscht fast zurück ins Wasser, kann aber wieder hochklettern und den Streit fortsetzen. Es ist nicht sehr bequem, auf den Felsen zu liegen, wenn man in einen Kampf verwickelt ist. Nummer 8. Chinchilla. Ist es möglich, dass Chinchillas sich gegenseitig umbringen? Chinchillas können sich in der Tat gegenseitig umbringen. Wenn zwei Chinchillas richtig aneinander gewöhnt wurden und sich gut verstehen, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich gegenseitig töten oder versuchen, einander zu schaden. Nein, Chinchillas fressen ihre Jungen nicht auf die Weise, wie du vielleicht erwartest. Es ist möglich, dass ein Jungtier zu früh zur Welt kommt und im Geburtskanal stecken bleibt. Chinchilla-Mütter hingegen töten und fressen ihre Jungen nicht absichtlich. Mit ihren Würfen sind sie ausgezeichnete und hingebungsvolle Mütter. In diesem ersten Video scheinen sich die beiden Chinchillas gut zu verstehen. Vielleicht verwandeln sie sich in Chinchilla-fressende Monster, wenn sie aus ihren Käfigen herauskommen. Curry, das neugeborene Chinchilla, wird im nächsten Video unerwartet feindselig gegenüber Katsu. Die Baby-Chinchillas sind erst einen Tag alt, aber sie beißen und wälzen sich schon miteinander, um die Oberhand über den besten Futterplatz zu gewinnen. Um sicherzustellen, dass alle Chinchilla-Babys ausreichend Milch bekommen, müssen sie getrennt werden, um etwas Zeit mit Mama Momo allein zu verbringen. Zum Glück scheinen sie nach einer gesunden Fütterung gute Freunde geworden zu sein und beginnen miteinander zu kuscheln. Nummer 7. Krokodil und Alligatoren. Wenn Alligatoren oder Krokodile Eier legen, sammeln die Tierpfleger sie normalerweise ein und legen sie in einen Inkubator. Obwohl die meisten Alligatormütter hervorragende Eltern sind, gibt es Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass männliche amerikanische Alligatoren ihren Neugeborenen gegenüber apathisch sind oder schlimmer noch dafür bekannt sind, dass sie die Jungtiere auffressen. Krokodile sind auch intelligente Tiere. Sie werden niemals Krokodile verschlingen, die deutlich stärker sind als sie selbst. Ausgewachsene Krokodile fressen sich nie gegenseitig, denn sie sind zu groß und zäh, um zu kämpfen, und ein Kampf könnte zu einer großen Wunde führen. In unserem ersten Video liefern sich die beiden riesigen Reptilien einen erbitterten Kampf und du kannst Blut an einem der beiden sehen. Schließlich trennen sie sich und gehen zurück ins Wasser. Dieses kleine Krokodil sieht aus, als würde es die Hauptmahlzeit zum Frühstück sein, während der Rest der Horde sich dem Fest mal anschließt. Als nächstes kämpfen diese beiden riesigen Krokodile in einem Zoo in Indien gegeneinander. Jedes versucht, das andere zu überwältigen. In diesem nächsten Kampf versucht das Krokodil eine Todesrolle mit seinem Gegner auszuführen, während die beiden wild aufeinander loszugehen scheinen. Schließlich verschlingt dieses riesige Krokodil ein scheinbar jüngeres Krokodil. Nummer 6. Schlangen. Es ist zwar bekannt, dass Kobras gelegentlich andere Schlangen verschlingen, aber neue Forschungen deuten darauf hin, dass dies ein typisches Vorkommnis ist und dass sie ihre eigene Art kannibalisieren. Es wird allgemein behauptet, dass wir in einer Hund-frisst-Hund-Welt leben. Dieses Paradigma scheint jedoch zu bröckeln, da die Forschung Beweise für Kannibalismus bei Schlangen gefunden hat. Nahrung wird von Tieren nicht verschwendet. Wenn eine Schlange eine andere Schlange im Kampf tötet, kann es sein, dass der Gewinner den Verlierer verschlingt, wenn er hungrig ist. Es ist sinnvoll, eine Mahlzeit zu essen, wann immer es möglich ist, solange sie groß genug ist. In unserem ersten Video befinden sich zwei tödliche Kobraschlangen in einem tödlichen Kampf. Sie kämpfen Kopf an Kopf und hoffen, dass die andere Schlange aufgibt. Es ist ein furchterregender Anblick. Irgendwann sieht es fast so aus, als würden sie miteinander rummachen, denn sie rollen über den Boden und machen eine Art Mund-zu-Mund-Beziehung. Diese beiden anderen Schlangen kämpfen am Rande eines Feldwegs. Es sieht eher wie ein Tanz aus, nur dass es ein tödlicher Tanz ist. Als nächstes sind eine Python und eine Königskobra in ein Gerangel verwickelt. Während die Python versucht, die Kobra zu erwürgen, beißt die Kobra die Python. Schließlich trennen sich die Wege der Schlangen. In unserem nächsten Video hat eine dieser Schlangen die andere fest im Griff, während sie sich ineinander verheddern. Als die eine Schlange versucht zu entkommen, stürzt sich die andere auf sie. Die Python hat die Kobra im Würgegriff und es sieht nicht so aus, als würde die Kobra sich so schnell aus diesem Griff befreien können. Du kannst den Druck spüren, den die Python auf die Kobra ausübt, wenn du dir das Filmmaterial ansiehst. Nummer 5. Hyänen. Hyänen können zu Kannibalen werden. Sie sind dafür bekannt, andere Hyänen anzugreifen und zu fressen. Sie sind dafür bekannt, andere Hyänen anzugreifen und zu fressen, besonders wenn sie jung sind. Hyänen sind eine der wenigen Kreaturen, die den ganzen Kadaver verschlingen können, sogar die Knochen. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum sie mit Überfressen, Schmutzigkeit und in einem extrem langen Abschnitt sogar mit Feigheit in Verbindung gebracht werden. In unserem ersten Clip versucht diese junge Hyäne, Rivalen aus einem anderen Clan abzuwehren. Als sie versucht wegzulaufen, verfolgen die anderen Hyänen sie und zerren sie zurück in den Busch. Ich frage mich, wo der Rest des Clans der Hyäne ist. Die Hyäne entkommt schließlich. Unsere nächsten beiden Hyänen prügeln sich in der Schlammpfütze.
Das ist Schlammschlacht vom Feinsten. Normalerweise arbeiten Hyänen zusammen, um eine Beute zu erlegen. Aber in diesem Video streiten sie sich um eine Mahlzeit. Ich schätze, so etwas passiert in jedem Haushalt in Amerika. Bei den meisten Hyänenkämpfen geht eine der Hyäne immer auf den Kopf zu und beißt und kaut darauf herum. Ich vermute, das ist eine weiche Stelle, die sie besonders mögen und der beste Weg, um ihren Gegner zu schwächen. Nummer 4. Paviane. Gras, Früchte, Samen, Wurzeln, Rinde, Nagetiere, Vögel und die Jungen von Antilopen, Schafen und anderen Tieren sind häufige Mahlzeiten von Pavianen. Wenn ein männlicher Pavian das Erwachsenenalter erreicht, verlässt er seine Gruppe und sucht sich eine neue, was auch bei männlichen Löwen zu beobachten ist. Die Armeen der Paviane können sehr groß sein und ein Männchen kann mehreren Gruppen angehören. Das bedeutet, dass es in einer Gruppe zu jeder Zeit ein oder zwei neue Männchen geben kann. Männchen sehnen sich nach sozialer Dominanz und den damit verbundenen Paarungsrechten, deshalb reicht es nicht aus, einfach nur ein Mitglied der Familie zu sein. Daher haben neu dominante Paviane, ähnlich wie Löwen, die Angewohnheit, die Nachkommen der vorherigen Herrscher zu vertreiben. In unserem ersten Video leben die Paviane der Hamadryas-Art in hierarchischen Gruppen. Verrat in Zeiten des Krieges wird in diesem Kampf zwischen zwei rivalisierenden Familien schnell und schrecklich bestraft. Schau dir diesen gewalttätigen Pavian-Kampf in diesem Zoo an. Die Paviane stecken Grenzen ab und streiten um ihr Territorium, was zu einem epischen Kampf zwischen den Primaten führt. Das Alpha-Männchen und ein rivalisierender Außenseiter konkurrieren um die Führung der Pavian-Truppe. Einige der jüngeren Truppenmitglieder könnten jedoch zu Kollateralschäden werden. Nummer 3. Kolibri. Kolibris greifen alle anderen Vögel an, die versuchen, ihre Futterstelle zu besuchen und schlagen mit ihren Schnäbeln auf sie ein, um sie zu verscheuchen. Ob es uns gefällt oder nicht, Kolibris sind von Natur aus territorial und aggressiv. Kolibris, die sich nicht unterordnen, können schwer verletzt, wenn nicht sogar getötet werden, wenn sie mit einem Gegner zusammenstoßen oder ihn im Flug rammen. Selbst der wütendste Kolibri verteidigt sein Revier in der Regel zunächst mit der am wenigsten gewalttätigen Variante. Im ersten Video wehrt ein Kolibri, der den ganzen Weg nach Mexiko auf der Suche nach Yellowstone-Nektar geflogen ist, den Versuch eines anderen Kolibris ab, ihm Nektar wegzunehmen. Im nächsten Video kannst du den ultimativen Kampf zwischen zwei Kolibris miterleben. Nur weil sie winzige Vögel sind, heißt das nicht, dass sie sich nicht wehren können. Schließlich verpasst dieser Kolibri seinem Gegner eine heftige Tracht Prügel und laut Berichten von Zeugen starb der Kolibri ein paar Stunden später an seinen Verletzungen. Nummer 2. Westliche Kröte. Westliche Kröten bekämpfen sich hauptsächlich aus denselben Gründen wie die meisten anderen Arten. Weibchen. In diesem ersten Video drängen sich hunderte von Krötenmännchen um die Position, sich mit einem einzigen Weibchen zu paaren. Und sie können dabei ziemlich aggressiv sein. Es ist eine rohe Zeremonie, die im krassen Gegensatz zur opulenten Umgebung von Neuschwanstein steht, wo das Ereignis stattfand. Das sieht eher nach einer Orgieszene für einen neuen Rocco Siffredi-Film aus, als nach einem Kampf um eine weibliche Kröte. Als nächstes sind diese beiden Frösche in einen griechisch-römischen Ringkampf verwickelt und es sieht hübsch aus. Aber der kleinere Frosch scheint die Oberhand über den dickeren zu gewinnen. Ich schätze, der kleinere Frosch hat eine bessere Kondition. Manchmal zahlen sich die vielen Stunden auf dem Laufband eben doch aus. Unsere nächsten beiden Kröten kämpfen um das Futter, auch wenn es manchmal so aussieht, als würden sie sich die Beute teilen. Während diese beiden Kröten scheinbar eine lustige Runde Boxspring spielen, sind sie in Wirklichkeit in einen Kampf verwickelt. Frag mich nicht nach den Regeln, denn ich habe keine Ahnung. Ich vermute, es geht um Quaken und Springen, aber das ist auch schon alles, was ich weiß. Nummer 1. Wildhunde. Afrikanische Wildhunde haben zu Unrecht den Ruf, böse und aggressive Mörder zu sein. In Wirklichkeit leben sie wie kaum ein anderes Raubtier in einer außergewöhnlichen Kooperation miteinander. Nach einer erfolgreichen Jagd dürfen zum Beispiel die Jungen und Kranken zuerst fressen. Dieses Rudel Wildhunde hat beschlossen, einen der ihren zu zerfleischen und du kannst sehen, wie sie in typischer Wildhundemanier von allen Seiten an dem armen Opfer zerren. Es muss einer der schwächeren Hunde gewesen sein oder vielleicht ein Hund aus einem anderen Clan, der beim Spionieren erwischt wurde. Was auch immer es war, dieser Hund muss gebetet haben, so schnell wie möglich in den Hundehimmel zu kommen. In unserem nächsten Video sind die Hunde keine wilden Hunde, aber wir dachten, es wäre lustig, sie in diesem Countdown aufzunehmen, denn sie haben eine wilde Zeit, in der sie im Schnee rumtollen und es ist immer lustig, Tiere zu sehen, die Spaß haben. In diesem Video sieht es so aus, als hätte dieses große Rudel Wildhunde Spaß an seiner Beute. Es ist schwer zu sagen, was genau vor sich geht, weil es so viele Hunde sind. Schließlich kämpft ein Rudel wilder Hunde um die Reste eines erlegenen Impala. Wir haben gesehen, dass man selbst unter den eigenen Leuten nie sicher ist. Mein Favorit war der Kolibri, denn niemand hätte sich vorstellen können, dass so ein niedlicher Vogel so bösartig sein kann. Welcher war dein Favorit?
Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Countdown der 15 Tiere, die ihre eigenen Artgenossen umbringen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.